Der Listerhafen ist für zahlreiche Urlaubsgäste Startpunkt einer meeresbiologischen Erlebnisfahrt. Ein Highlight für neugierige Kinder und echte Nordseefans ist ein Turn mit der Great Palooka. Das heißt nostalgisches Flair, Platz für bis zu 50 Personen und eine Fahrt zu den Seehundsbänken vor der dänischen Küste. Moin meine Gäste, willkommen an Bord der Rosa Palooka. Wir müssen eben den Hafen von Lisbon landen, laufen jetzt genau Nordkurs und müssen später unseren Fangplatz auf die Seehunde zu erreichen. Was als Kontrollfahrt begann, wurde im Laufe der Zusammenarbeit mit der Adler-Reederei zu einem meeresbiologischen Erlebnis für zahlreiche Besucher. Besonderheit ist neben der Beobachtung der Meeressäuger in freier Wildbahn der Seetierfang, der einen Ausschnitt des Wattenmeeres zeigt, der dem Besucher sonst verborgen bleibt. So, dann kommen wir mal hier zu dem Seestern. Ne? Jeder kennt ihn wahrscheinlich unter Patrick, ne? Ja. Genau. So, ein gesunder Seestern hat hier 5 Arme. Ich glaube, hier hatte ich einen gesehen, der hat nur 4. Und zwar werden die mal ab und zu abgeknipst. Warum ist das so? Weil diese Tierchen fressen nämlich kleine Krebse, Muscheln und Schnecken. Wir hatten mal einen Fahrgast gehabt, der ist im Mittelmeer vom Steg direkt ins Wasser gesprungen. Und direkt drauf. Der Igel war ungefähr so groß. 74 Stacheln waren drin. Operation zwecklos, man hätte den ganzen Fuß abziehen müssen. Also sind die Dinger rausgeeitert. Der letzte Stachel kam nach 13 Monaten raus. Neben den abenteuerlichen Geschichten lohnt es sich besonders an dieser Fahrt teilzunehmen, da die Sandbänke meist von ausgesprochen vielen Seehunden zum Sonnen genutzt werden. Die Seehundspopulation hat sich seit dem letzten Seehundesterben im Spätsommer 2002 sehr gut erholt. Zurzeit leben etwa 6000 Tiere im schleswig-holsteinischen Wattenmeer mit einer Zuwachsrate von 15% pro Jahr. Die Seehundsfahrten haben zahlreiche Fans, die immer wieder kommen, denn sie sind immer wieder spannend, jedes Mal anders.